Da gibt es diese eine Frau, aber du willst sie nicht nur verführen oder einen One-Night-Stand haben, sondern du hättest echt gerne eine Beziehung mit ihr. Ich gebe jetzt ab an meinen Freund und Trainerkollegen Tim Ennevoldsen und er wird dir jetzt einen Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand geben, wie du zu einer Beziehung kommst. Das heißt, wie du sie zu deiner Freundin machst und nie wieder alleine aufwachen musst. Hört sich gut an? Wunderbar. Dann gebe ich jetzt ab an meinen Freund Tim. Viel Spaß. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Nochmal danke an Andy, dass ich auf dem Channel sein darf. Ich habe euch heute was mitgebracht, nämlich meine drei, ich sag mal, Top-Tipps oder die drei Sachen, die absolut unerlässlich sind, wenn du möglichst schnell vom Kennenlernen in eine Beziehung mit einer Frau kommen willst. Das Wissen habe ich aus all meinen Jahren der Erfahrung mit meinen Teilnehmern, aber auch aus meinen eigenen Erfahrungen, aus Erfahrungen von Freunden. Da habe ich die ganzen Sachen immer wieder gesehen, habe mir so überlegt, okay, was waren dann die wichtigsten Punkte? Und die habe ich in drei Tipps komprimiert, die ich dir heute mitgeben möchte. Und wir wollen direkt anfangen. Tipp Nummer eins, und das ist ganz wichtig zu verstehen, ist, die meisten Männer investieren am Anfang viel zu viel. Du musst verstehen, das Investmentverhältnis zwischen Mann und Frau ist meistens so, dass der Mann am Anfang des Kennenlernprozesses zu viel oder mehr investiert und die Frau dann mit der Zeit sich angleicht. Na, es ist so, so sage ich immer, bis zum Sex ist es so, dass der Mann meist mehr investiert. Der Mann kümmert sich um die Treffen, der Mann tauscht die Telefonnummer, der Mann spricht die Frau an, der Mann bereitet die Treffen vor, fragt die Frau nach weiteren Treffen. Und nach dem Sex ist es meistens so, dass dann, nach dem ersten Sex ist es so, dass die Frau langsam anfängt, mehr in dieses Gemeinsame zu investieren und irgendwann hält sich das ungefähr die Waage, beziehungsweise die Frau investiert mehr, wenn es dann in der Beziehung ist. Jetzt muss man aber aufpassen, und das ist wirklich die wichtigste Sache, dass man als Mann nicht überinvestiert, denn das machen ganz viele Männer. Ganz viele Männer sind schon nach dem ersten Treffen komplett verliebt in die Frau, schreiben ihr ständig, rufen sie ständig an, wollen sie ständig mit ihr treffen, und das sorgt dann sehr schnell dafür, dass die Frau das Gefühl kriegt, okay, wow, der Mann hat es ja nötig, hier eine Beziehung zu bekommen, oder der Mann will unbedingt auf eine Beziehung raus. Das engt eine Frau sehr schnell ein und sorgt dann dafür, dass leider nichts dabei rauskommt, dass keine Beziehung daraus wird. Deswegen sei am Anfang ganz entspannt. Da komme ich aber gleich bei meinem nächsten oder dritten Tipp nochmal genauer drauf. Die zweite Sache, die du unbedingt beachten solltest und die viele Männer auch falsch machen, ist, date, während du eine Frau kennenlernst, auch noch weitere Frauen. Denn du weißt nie, was passiert. Ja, es wird immer so sein, dass du datest eine Frau, ihr versteht euch gut, ihr habt Sex miteinander, ihr trefft euch und aus irgendeinem Grund, der vielleicht nicht mal unbedingt was mit dir zu tun hat, endet das Ganze dann. Ich habe das oft bei meinen Teilnehmern erlebt, ich habe das oft auch bei mir selbst erlebt. Und wenn du in dieser Zeit aber weiter Frauen ansprichst, weiter Frauen kennenlernst, dann hältst du dir deine Möglichkeiten offen. Na, ich rede jetzt nicht davon, oh, ich habe jetzt eine Frau über mehrere Monate getroffen und wir sind kurz davon, eine Beziehung zu kommen, jetzt date ich noch 20 andere Frauen. Das meine ich nicht. Aber erst wenn du siehst, dass sich wirklich mit einer Frau was in eine sehr feste oder in eine Richtung entwickelt, die du dir vorstellst, dann solltest du aufhören, langsam andere Frauen zu daten. Das Positive oder das andere Gute daran ist, dass dich die Tatsache, dass du andere Frauen datest, sehr unabhängig macht. Ja, also sorg dafür, dass du auch gewisse Standards, gewisse Grenzen setzt, weil du ja weißt, hey, wenn es mit dieser Frau nicht funktioniert, dann sind da ja noch die anderen Frauen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Wissen, das man als Mann in seinem Kopf haben sollte. Diese Gewissheit, dieses Selbstvertrauen. Wenn es mit dieser nicht klappt, dann sind hier noch andere Frauen. Denn wenn du aufhörst, andere Frauen zu daten, ab dem ersten Zeitpunkt, wo du eine Frau kennenlernst, erstes Treffen und schon hörst du auf, andere Frauen zu daten, dann bist du automatisch, und da kommen wir wieder zurück zu Punkt Nummer 1 von eben, dann bist du automatisch sehr stark schon in die Frau investiert. Und das kann eben dazu führen, worüber ich eben geredet habe, dass das Ganze zu schnell geht für die Frau und dann die Frau abspringt auf diesem Dating-Prozess. Und das verhinderst du unter anderem dadurch, dass du weiterhin andere Frauen kennenlernst. Das ist ganz wichtig. Es hilft dir außerdem dabei, nicht in so eine One-Natist zu fallen. Du kennst den Begriff vielleicht, so eine starke Verliebtheit. Denn wenn du siehst, oh, andere Frauen sind auch interessant, andere Frauen sind auch toll und haben was, dann setzt das die Frau, die du gerade datest und die du vielleicht gut findest, in eine gesündere Relation. Ja, es ist so wie, wenn ich 10 Auswahlmöglichkeiten habe beim Job, dann bin ich nicht so abhängig von der einen und dann sieht der eine Job auch gar nicht mehr so krass aus im Vergleich zu allen anderen. Vielleicht ist er immer noch ein toller Job und ich möchte ihn haben, aber ich merke, okay, es ist auch nur ein Job von vielleicht vielen. Und das ist ganz wichtig, um auf dem Boden zu bleiben und nicht zu schnell zu sein, was den ganzen Dating-Prozess angeht. Und die letzte Sache, das ist so eine Grundregel, würde ich sagen, ist, dass du dich bei den Treffen mit der Frau immer darauf konzentrieren solltest, Spaß. Spaß sollte immer der Fokus sein. Ja, du brauchst nicht über ernste Themen reden, du brauchst nicht darüber reden, was ist das zwischen uns, worin entwickelt sich das?
Wenn du den Fokus darauf legst, dass die Treffen, die du mit Frauen hast, spaßig sind, ja, hier erstes Treffen, wir hatten Spaß zusammen, oh klar, ich hatte Spaß mit dem, den sehe ich natürlich gerne wieder, denn wer sieht nicht gerne eine Person wieder, mit der er Spaß hatte? Zweites Treffen, drittes Treffen und irgendwann wird die Frau ganz automatisch von sich aus diese Themen ansprechen, à la, hey, was ist das denn zwischen uns? Und dann musst du nichts weiter machen, als zu sagen, hey, guck mal, ich kann mir eine Beziehung vorstellen, sie sich wahrscheinlich in dem Moment auch schon und boom, hast du eine Beziehung. Das klingt jetzt so einfach, ist es aber eigentlich auch. Hab einfach über einen längeren Zeitraum, das kann variieren, ein Monat bis 3-4 Monate, hab einfach über so einen Zeitraum, bei manchen dauert es auch nur 1-2 Wochen, viel Spaß mit der Frau, 1-2 Wochen eher so bei den jüngeren Leuten, hab viel Spaß mit der Frau, genieß die Zeit zusammen, locker, entspannt, Spaß, das sollte der Fokus sein, natürlich sollst du sie auch kennenlernen, natürlich willst du auch eine Connection mit ihr aufbauen, Gemeinsamkeiten mit ihr finden, aber Spaß, lockere, entspannte Atmosphäre, das ist immer ganz wichtig, damit überhaupt Folgetreffen stattfinden. Na, das kannst du dir vorstellen, wenn sie sich denkt, hey, mit dem war die Spaß und es war entspannt, es war locker, dann ist da kein Druck? Dann musst du dich nicht fragen, oh nein, was erwartet der jetzt, wenn ich ihn wieder treffe? Erwartet er dann etwa, dass ich mit ihm zusammen bin? Denn das mit dem Zusammenkommen hat er letztens schon mal angesprochen. Und schon ist Druck da. Aber wenn du einfach Spaß mit ihr hattest und diese Sachen auch gar nicht ansprichst, dann kann sie einfach dich treffen, ohne sich denken zu müssen, scheiße, wozu muss ich mich jetzt verpflichtet fühlen? Und das klingt vielleicht für dich ja blöd, aber viele Frauen haben da wirklich dieses Gefühl des Verpflichtetseins. Deswegen Fokus auf Spaß, Fokus auf lockere, entspannte Atmosphäre und dann wird es ganz einfach sein, die Frau wiederzusehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dich fragt, ob du mit ihr in einer Beziehung sein willst. Und dann musst du nur noch Ja zu sagen. So einfach kann es sein, so einfach ist es meistens auch, wenn man diesem Prozess folgt, wenn man die Dinge beachtet, über die ich gerade geredet habe. Wie gesagt, danke, dass ich hier sein durfte und das Wissen mit euch teilen konnte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest es mitnehmen. Schreib gerne in die Kommentare, wie du es so fandest. Und stopp, denn auch wenn du sie jetzt schon zur Freundin bekommen hast, dann solltest du sie auch behalten können. Und um sie zu behalten, abonniere auf jeden Fall Tims Kanal hier oder hier, damit du noch mehr Erfolg bei Frauen hast.